Dann standen wir immer noch bei Aral. Eine Stunde. Noch einmal zwei Stunden. Um Punkt 11 wurde die Tür des Kassenhauses von innen abgeschlossen. Der Leuchtkasten Nachtschalter sprang an. Als sei dies ein Zeichen, das in jede Straße der Kleinstadt gesendet wurde, trafen im Minutentakt immer neue Autos ein. Wir waren gegen 17 Uhr an die 20 Mann gewesen, dann gegen 21 Uhr an die 10. Nun nach 23 Uhr mit Öffnen des Nachtschalters wurden es schnell an die 30, 40, die um ihre Autos herumstanden. Auf zur letzten Runde an der Tankstelle. Nachtleben bei Aral. Eine Kunst für sich war natürlich die Abfahrt von der Tankstelle. Man konnte es mit schreienden Reifen und mit schreikreischjaulenden Reifen tun. Und man konnte so tun, als lasse man den lautstarken Abschied ausfallen, um dann auf den letzten Metern der Tankstelle die Reifen umso bestialisch lauter schreien zu lassen. Bloß einfach abfahren von der Tankstelle, das ging nicht. Schöne Molle. Zack. Die Wiedervereinigung hatte Menschen älter gemacht, als sie in Lebensjahren waren, weil mit der Wende die Uhren auf Null gestellt worden waren und die Leben von vorne begonnen hatten. Einer wie Heiko hatte es, obwohl erst 39 Jahre alt, schon auf zwei Leben gebracht. Ein Leben, das 1989 beendet war, ein Leben, das seither andauerte. Das ist eine sehr schöne Größe, sage ich dir. Diese 03 ist eine ganz herrliche Größe. Oh, weil die geht immer. In meinen Augen kannst du diesen Beruf nicht erlernen. Ja. Ist meine Meinung. Was ich immer denke, warum hier so ein Spaß auch ist, ist, dass Zehlenegg einfach noch eine andere Stadt ist als, sagen wir mal, eine Stadt weiter, Gransee, was ja eigentlich so eine Ackerbauerstadt ist, weil das eine Arbeiterstadt ist. Weißt du, 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert? Zehlenegg ist eine Arbeiterstadt, das stimmt. Ja, und es gibt andere Trinker und andere. Hier ist ja auch viel lustiger als woanders. Und Heiko erzählte noch etwas ganz anderes. Er erzählte, dass man das Bier zu Ostzeiten warm, also temperiert, also auf Zimmertemperatur, jedenfalls nicht kalt getrunken habe. Die Trinkgewohnheiten, sag ich mal, die waren nicht so wie heute. Heute musste Bier so kalt sein öfter. Na klar, eiskaltes Bier. Früher, wir hatten ja keine Kühlung. Früher hast du mal einen Tauchsieder hier gehabt. Wie war es jetzt mal langsam? In DDR-Zeiten war das Bier warm oder was? Wärmer wie heute. Auf jeden Fall, da hat keiner eine Kühlung. Das ist ja echt mal eine Nachricht. Du hast keine, so darauf hätte ich gerne noch ein kleines, kaltes Bier. So, aber so ein kleines so eine Kühlzelle. So eine Kühlzelle, so wie heute, hat ja keiner gehabt. Ja, ich glaube, hiermit überbringe ich eine echte neue Nachricht an den Westen. In der DDR war das Bier früher warm. Ich erklärte Heiko, dass ich sicher war, in diesem Jahr noch keine so ganz und gar erstaunliche Geschichte gehört zu haben. Und dass ich ebenso sicher war, in diesem Jahr nicht noch einmal eine Geschichte zu hören, die so neu, erstaunlich und absolut unerhört war wie die Geschichte, dass man in der DDR das Bier auf Zimmertemperatur getrunken habe. Und kommen doch so ein paar Vaterchen so alt und wollen es ein bisschen temperierter haben? Da musst du, jetzt mache ich immer so ein großes Literglas, mache ich immer heißes Wasser und stelle das Bier dann darin, warte ein paar Minuten. Und dann ist es handwarm und dann gut. Kriegst du nirgendwo im ganzen Westen, ganz Westeuropa kriegst du das nicht. Wir tranken dann noch eins, einmal den Hahn durchgezogen, frühe Biere, Prost. Wundervoll. Montagmittag, 1 Uhr in the City of Oberhavel. Es war, das musste man beim Anblick der Einkaufsstraße denken, absolut kein asoziales Städtchen, keine von den sensationell heruntergekommenen und hoffnungslosen trostlos Städten, die mochte es in Mecklenburg-Vorpommern noch öfter geben. In Brandenburg wurden sie gerade eine Seltenheit. Die Zeichen der Aufgeräumtheit und Bürgerlichkeit überwogen überall. Es war auf den ersten Blick ein Bild der Freundlichkeit, Buntheit, Geschäftigkeit und Normalität, wie es am Vorabend im deutschen Fernsehen gesendet wurde.
Beim Fleischer Biermann standen gleich drei Pokale in der Auslage. Hier ließ ich mir vier Brötchenhälften, zwei mit Mettwurst, zwei mit Hackepeter schmieren und in Papier einwickeln. 2 Euro bitte. 2 Euro. Echt? Nicht bisschen mehr? Frau Thiemann. Guten Tag. Mal wieder da. Wie geht's Ihnen? Ja? Super gut. Ich hätte natürlich gerne 2x Hackepeterbrötchen. Die besten Deutschlands, bitte. Leitungen bitte, ja? Danke. Ungarische hätte ich, ja. Ja, wie viel denn? Bitte schön. So, wundervoll. Wundervoll. Das denke ich doch. Was schulde ich Ihnen? 1,50 bitte. Dankeschön. 1000 Dank. 50 für 5. Frau Thiemann, vielen Dank. Viele abgearbeitete Gesichter, vor allem Frauen über 60, hatten Gesichter, die aussahen, als hätten sie viele Jahre lang eine Arbeit gemacht, die den Kopf abgestumpft und den Körper geschunden hatte. Die harte Arbeit hatte aus Frauengesichtern Männergesichter gemacht. Die Männer, die ich sah, hatten komischerweise längst nicht so harte und so erschöpft aussehende Gesichter. Männer unter 40 hatten kurze Haare, ausnahmslos. Genauer, die Haare waren über den Ohren und am Hinterkopf abrasiert. Auf dem Kopf saß ein gleichmäßig kurz geschnittener Haardeckel. Dreiviertelhose, T-Shirt, Turnschuhe, gerne Ohrring, Tätowierung auf einem der beiden Unterschenkel dazu. Fertig war der Prollfighter. Nach seinem Auto hatte der Proll, der als Hartz-IV-Empfänger in der Kleinstadt und auf dem Lande massenhaft Zeit zu verschwenden hatte, seinen eigenen Körper entdeckt. Den Körper behandelte er so, wie er sein Auto behandelte, mit einer Akribie, mit einem Sinn und einer Liebe fürs Detail, die in der Großstadt so selten anzutreffen war. Die Techniken des Körpertunings hießen Fitnesstraining, Sonnenbankbaden, Körperwaxing, Augenbrauen- und Schamhaarrasur, Piercing, Branding und Tätowieren. So war abseits der Großstadt eine eigene Sorte Männlichkeit entstanden. Der gefährliche, dabei ziemlich schmuck und schwul aussehende Superproll. Thank you.
Also wir machen Alternative Punkrock. Damals war Punkrock wirklich Schrammel, hast dich gesehen, scheiße. War cool gewesen, aber jetzt ist es wirklich ein bisschen mehr Melodic Punkrock mit Alternative Style. Es ist wirklich Einflüsse, kommt von jedem Style. Also Spooner halt wirklich Johnny Cash. Drüse die alte Punkschiene wie Pennywise und North X. Rancid. Paul wirklich den 80s Song. Und ich habe halt diesen wirklich von Metal bis U2 wirklich alles mit bei, was ich höre. Das ist jetzt nicht mehr diesen Saufen, Ficken, Alkohol, hoch die Tassen und Viervierteltakt, sondern... Wir müssen klar wachsen. Klar, man, die Musik verändert sich, die man hört. Wir verändern uns auch, wir werden nicht mehr die wilden Rabauken sein. Und klar, man arbeitet auch mehr und will ein bisschen mehr Gefühl drin haben in die ganze Musikschiene halt. Wenn man nur schrammelt, fetzt es irgendwann auch nicht mehr. Ja. Ich sehe nichts. Ich fall hin. Ich brauche Licht. Wir sind zu langsam. Ja, ich brauche Licht. Ich habe keine Haltung bei. Scheiße, Mann. Ich kann nur wieder erstmal raus. Es war nahezu komplett schwarze Nacht um uns herum. Als ich etwas sagen wollte, etwas wie Wahnsinn oder Scheiße, sah ich den Wagen vor uns plötzlich wie eine Orgel blinken. Rote, weiße, gelbe Lichter. So rasten zwei Geschosse und eine Lichtershow durch den Wald. Es war eine grandiose Aufführung. Teenager-Spiele, Jimmy Dean-Tun, Weltraum, Disco, Autodisco im Wald. Wir fuhren ohne Licht und mit gut 80 Sachen auf dem Fahrradweg. Der Beifahrer kommentierte, den haben sie gerade erst neu gebaut, nur für uns. Tatsächlich, ich war in einem 50er-Jahre-Film gelandet. Nachträglich kolorierte Bilder, wilde Autos, wilde Frisuren, wilde junge Männer, die wilde Kleinstadt. Yeah. Auf den ersten Song, der im Radio kommt. Auf Kreis, auf dem Boden. Ja. Prost. Prost. Seems to be so hard. My feet fly.
Ist ja nicht unser erster Umzug. Wir sind ja schon von etlichen Proberäumen in andere gezogen. Das ist jetzt unser. Oh, wir sind in die Garage eingezogen. Na, meins wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der fünfte werdet jetzt. Meins wieder. Also der fünfte in 10 Jahren, jetzt knapp 10 Jahren. Hinein ins Weekend Feeling. Der Joghurt. Alter, gib mir gleich mal hoch hier. Ach, Karl, sei mal ehrlich jetzt. Klar, irgendwo hat man den Gedanken, wo der Traum hoch. Als Musiker irgendwo rauszukommen. Jana hoch. Wer träumt davon nicht? Klar, man arbeitet dran irgendwo hoch. Bloß die Chance rauszukommen, ist die echt so groß? Man kann weiter träumen. Man kann weiter träumen. Wenn dran arbeiten, wird, dann haben wir. Kann ich jetzt sagen, wir haben versucht, fertig. Scheiß drauf. Amen, gerne Spaß. Wir haben Spaß, auf jeden Fall. Wir sind gut rumgekommen. Klar, wir haben alle Beruf, alle Jobs. Wenn du jahrelang immer nur für mit Biermarken bezahlt wirst, ja, dann hast du irgendwann. Schnauze voll. Die Schnauze einfach voll. Und dann machst du einfach nur noch Musik, weil dir Spaß macht. Dann siehst du Bands, die so von 0 auf 100, boah, was ist hier los? Und machen Casting alles. Ja, Casting. Ja, ihr gründet und gleich in der Charts irgendwo. Naja, Charts und dann okay, aber nee, das ist alles so. Eigentlich will man ja alles verstehen. Also mein Traum würde schon reichen, davon zu leben eigentlich. Die meisten quatschen immer von reich, Millionäre werden oder so. Das ist ja totaler Quatsch, wer wird denn auch reich mit? Also die allerwenigsten. Und klar, das für Musiker ist das nur plus ultra, wenn man sagen kann, man kann da wirklich von leben. Und das ist bei vielen nicht der Fall. Nö. Es waren meine letzten Tage in der Kleinstadt und ich erledigte die Dinge, die auf meiner Liste standen. Ich stand herum. Ich versuchte, indem ich mit nichts rechnete, noch einmal eine Überraschung, eine aufregende Ungeklärtheit, eine der vielen Alltagsungeheuerlichkeiten von Oberhavel zu erleben. Schade, dass wir keine Weiber kennen. Ich habe immer gesehen, so an meinen Eltern halt, wie die Freunde so waren. Also waren wirklich immer, die kamen zum Mittag, abends wurde ein Bier getrunken, sind sie grillen gegangen. Das war schon geil gewesen, die Zeit. Aber heute natürlich auch, unser Freundeskreis jetzt, auf die kannst du bauen. Das hält eine Ewigkeit. Es war, als ob die Erinnerung an die DDR sie klüger, kräftiger, breiter gemacht hatte, aber natürlich auch unbeweglicher. Ich glaubte, sie quer in der Gegenwart drin hängen zu sehen. Auf eine Art vertrug die Gegenwart sich nicht mit ihnen. Ich sah sie öfter zögern. Ich sah sie sich immer wieder distanzieren, auf Abstand gehen. Sie warteten ab und in diesem Sommer, den Rest des Jahres und die kommenden Jahre, wollten sie vor allem weiter abwarten. Für mich, den Reporter, sah es so aus, als ob meine Jungs auf etwas warteten, mit einer stoischen, geradezu heroischen Ruhe auf ein Ereignis, eine Störung von außen warteten, von dem sie selber am besten wussten, dass es nicht mehr kam. Plötzlich war mein Aufenthalt in der Kleinstadt von einem Tag auf den anderen ein langer geworden. Die haben dann halt irgendwann in der Schule zu mir gesagt, ich soll mir nicht alles gefallen lassen von irgendwelchen anderen Leuten oder von den Nazis und soll mir einfach mal wehren. So, ich habe natürlich gleich so viel fasst, dass ich dann halt zuhauen muss. Und das habe ich dann leider auch gemacht. Ich habe zwar selber dann noch richtig Prügel kassiert, sag ich mal, aber das war im Endeffekt richtig, weil dann haben die Leute gesehen, ich lasse mir nicht mehr alles gefallen und danach haben sie mir dann auch in Ruhe gelassen. Ich kenne bloß noch einen, so wirklich, der mal ein Nazi war, das ist heute einer von meinen besten Kumpels. Und da bin ich einfach dann, wo ich ihn auf der Straße getroffen habe und der mir ein paar reinhauen wollte, hat ihm einfach mal gefragt, warum er das überhaupt machen will.
Und dann konnte er mir das nicht mal genau beantworten. Dann habe ich bis zu mir gesagt, na, dann hast du für mich nicht wirklich Grips im Kopf. Und irgendwie hat er sich das langsam mal zu Herzen genommen. Wir standen vor den Häusern, in denen Speedy mit seinem Pflegevater wohnte. Brutal heruntergekommene Buden. Ja, Ladies. Ja. Mein Vater, der hat früher hier gearbeitet, auf diesem Gelände. Ich wohne ja nur in meiner Stadt, aber mein Vater, der bleibt jetzt hier noch. Hat jetzt aber demnächst, also er hat jetzt ein Schreiben bekommen, dass er umziehen darf. Er möchte ja hier auch raus, weil die Wohnung nicht mehr ganz so gut in Schuss ist. Und deswegen hat er jetzt gesagt, er zieht jetzt auch um. Ich würde euch ja gerne die Wohnung zeigen, aber mein Papa, der möchte das leider nicht. Kann ich leider nicht ändern. Also wir haben hier oben die beiden Fenster, dann ditte. Und eigentlich nach hinten raus sind auch noch mal drei Fenster. Und unten war auch noch ein Zimmer, genau. Das mussten wir jetzt aber leider zumachen, weil da ist das Schimmelter. Also jetzt am Wochenende hat er seine, was ist das, Enkelin von meinem Bruder, die Tochter. Die hat er jetzt immer am Wochenende unten. Und da, dass er wenigstens mal ein bisschen Beschäftigung hat, dass er sich nicht allzu doll langweilt. All diese Geschichten interessierten mich plötzlich nicht mehr. Ich fand ihn einen besonders netten Jungen. Ich hörte ihm gerne zu. Ich hielt ihn auf eine glamouröse Art für schlau, gerissen, seinen Lebensumständen perfekt angepasst. Aber das interessierte jetzt alles nicht. Das war jetzt gleich. Mir ist jetzt zu öde hier. Mir gefällt das hier nicht. Also so Zelenik ist ja an sich gut und schön, so mit Freunden und alles drum und dran. Aber halt arbeitsmäßig haut gar nichts hin. Und deswegen habe ich eigentlich vor, entweder nächstes Jahr nach Berlin zu ziehen oder ich bleib hier, ich weiß es noch nicht. Oder ich gehe vielleicht auch gleich ins Ausland mit meinem Schein. Weil im Ausland kann man mit diesem Baumaschinenführer gutes Geld verdienen. In 5 Jahren habe ich meine feste Arbeit, mein Auto, meinen Führerschein. Und meine Wohnung ist tiptop in Ordnung. Aber mehr weiß ich nicht. Frau und Kinder denke ich erstmal lieber noch nicht dran. Ne? Da kommt dann wieder das Finanzielle so zum Vorschein, sag ich mal. Aber ja, also eigentlich ist mir nur wichtig, dass ich in 5 Jahren meinen geregelten Tagesablauf, meine feste Arbeit habe, mein Auto, meinen Führerschein. Das wünsche ich mir eigentlich. Mehr erstmal so weit ja nicht. Ich dachte, wer bist denn du? Warum erzählst du mir das alles? Was geht mich, dein Leben an? Es war dies der Moment, an dem meine Recherchen beendet waren. Simple Sache, die Beobachtungsbatterien waren leer. Meine Reporterenergien waren aufgebraucht. Ich war erschrocken, aber gleich auch ein bisschen erleichtert darüber, als ich merkte, dass der Antrieb, die Faszination, die es in all den Wochen immer gegeben hatte, einfach nicht mehr da waren. Ich rief bei meinem Kumpel in Berlin an. Er ging gleich dran und fing auch gleich an zu sprechen. Wo ich eigentlich steckte die ganze Zeit, ob ich auch durchblickte da im wilden Osten und ob man mir schon auf die Schnauze gehauen habe. Dann gab er mir, weil das stets so zwischen uns gewesen war, die Partys durch, die ich in den letzten Wochen verpasst hatte und rasch auch noch kommende Großveranstaltungen auf dem Berliner Parkett. Ich entschied, dass ich genau für diesen Fall den Jungs ein Versprechen gegeben hatte. Ich stand da und schaute in den Wald hinein. Ich hob die Faust. Ich sprach Deutschboden.